Ja, grüß dich. Es ist Freitag, das heißt Weekend Flow Time. Ich bin der Tobias und ich zeige dir heute eine Übung mal auf den Fußboden und zwar für die Brustwirbelsäule. Und diese Übung tut dir richtig, richtig gut. Ich weiß, ich sage das bei allen meinen Übungen hier auf diesem Kanal, aber probier mal die Übungen aus und sie tun dir wirklich alle mega gut, ja? Aber diese hier, die lockert sofort deine Brustwirbelsäule. Gerade wenn du da Blockaden hast, wenn du zum Beispiel eine Skoliose hast, ist die Übung sehr, sehr gut für dich geeignet. Oder wenn du auch viel sitzt, ne, dann gibt es auch immer Verspannung in der Brustwirbelsäule, dann ist diese Übung auch sehr gut für dich geeignet. Dann gibt es jetzt ein paar kleine Details, worauf man achten muss, damit die Übung auch wirklich das bringt, was sie dir bietet. Und das erkläre ich dir jetzt einmal. Du legst dich einmal komplett hin, ja? Also sprich, einmal komplett auf den Rücken und jetzt breitest du die Arme aus, ja? Wichtig, wenn du die Arme ausbreitest, also wichtig, die Finger, jetzt muss ich mal kurz das einmal umstecken von meinem Mikrofon, sonst fällt es immer raus. So, also wichtig, die Finger spreizst du auch einmal mit aus. So, und jetzt machst du Folgendes, du legst den Handrücken auf den Fußboden, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Und jetzt führst du einmal den Arm über, also nach oben hinten, hinterm Kopf. Und wenn du quasi mit dem Arm in Verlängerung des Kopfes bist, drehst du die Hand ein. Das heißt, dass die Handinnenfläche auf den Fußboden zeigt. Und dann führst du die Hand gestreckt, richtig, richtig lang zu dem Körper ran. Ich zeige das gleich auf die andere Seite. Dann wieder mit der Handfläche auf den Fußboden. Und dann, wenn du wieder auf Kopfhöhe bist, drehst du die Hand ein, sodass die Handinnenfläche nach oben Richtung Himmel zeigt, Richtung Decke. Ja? Und jetzt mache ich das Ganze auf der anderen Seite, damit du es mal siehst. Hier, zack. Jetzt drehe ich die Hand und jetzt führe ich sie hier rein. Ja? Das ist die Übung. Und jetzt kommt noch was. Wichtig, die Drehung vom Oberkörper. Du hast ja gesehen, mein Oberkörper dreht sich mit rum. Wichtig, mach das nicht aktiv. Die Drehung vom Oberkörper kommt automatisch, wenn ich meinen Arm über meinen Kopf hier drüber, jetzt siehst du schon, mein Oberkörper will jetzt hier rum. Ja? Und das passiert automatisch. Du musst halt nur locker lassen. Passieren tut das nicht automatisch, wenn du total fest bist. Ja, wenn dir das am Anfang erstmal schwerfällt, loszulassen, einfach ein paar Mal die Übung machen, du wirst immer lockerer. Und dann passiert das automatisch. Und dann, wie gesagt, hier die Hand, zack, reindrehen und dann hier die Hand, wie gesagt, wieder den Handrücken auf den Fußboden, sodass die Handfläche nach oben zeigt. Und jetzt wieder hier die andere Seite, zack, lang machen. Und jetzt kommt, wie gesagt, hier passiert jetzt, nehme ich meine Hand nach innen und jetzt kommt die Drehung. Und jetzt ziehe ich die Hand hier weiter und jetzt wieder öffnen und richtig lang machen den Arm. Das ist das Entscheidende. Und wieder ran. Das gleicht sich auch gut für deine Schulter. Also wenn du in der Schulter unbeweglich bist, ist das auch eine sehr gute Übung für dich. Ja, und jetzt nochmal die andere Arm. Also richtig. Hand hier nach außen, also hier richtig lang machen, Handinnenfläche, ja? Finger aufspreizen. Jetzt richtig hier lang ziehen und na, jetzt merkst du, mein Oberkörper kommt jetzt langsam rum. Jetzt drehe ich die Hand hier ein und dann kommt der Oberkörper richtig rum. Und jetzt die Arme richtig, richtig lang ziehen und hier zum Körper ran. Und dann wieder lang machen, lang machen, lang machen, lang machen, lang machen. Und jetzt kommt die Drehung. Und durch diese Drehung geht mein Oberkörper wieder zurück. Durch diese Drehung in der Hand. Ja? Ich zeige es jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Also nach oben hinken. Na, und jetzt merkst du, wenn ich die Hand jetzt eindrehe, guck mal hier, dann leite ich die Drehung vom Oberkörper ein. Und jetzt bleibe ich hier in der Länge und mein Oberkörper kommt richtig rum. Wieder lang ziehen. Und jetzt drehe ich hier die Hand auf und strecke sie. Ja. Wie oft sollst du das Ganze machen? Ja, ich empfehle dir das Ganze Minimum dreimal pro Seite. Das ist so das Minimum. Gerne auch mehr. Also ja, umso mehr, sie ist wirklich richtig, richtig genial. Also probier die Übung aus. Du musst sie unbedingt machen, weil sie tut dir extrem gut. Deswegen, und mich interessiert wirklich mal, wie du dich danach fühlst. Schreib mir das ruhig mal hier in die Kommentare. Und ja, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn du mal so einen richtig fetten Daumen nach oben machst und die Übung gefallen hat. Und sie wird dir gefallen.
Und abonniere doch diesen Kanal, wenn du es nicht getan hast. Jeden Freitag gibt es einen Weekend-Flow. Montags hier auf YouTube gibt es meistens zu irgendeinem Thema immer eine Erklärung plus Übung. Und Mittwoch gibt es den 1-Minute-Beweglichkeits-Flow. Das heißt, ich zeige dir eine Übung, die 1 Minute lang geht, also wo du gar nicht viel Zeit investieren musst und du beweglicher wirst. Also da ist der Hauptfokus Beweglichkeit. Freitag, den Weekend-Flow, geht es um Schmerzlinderung, Schmerzen wegbekommen und Sachen zu lösen. Ja? So, das ist der Unterschied. Und es sind immer wirklich außergewöhnliche Übungen, die du auf keinen anderen Kanal finden wirst. Da bin ich mir absolut sicher, weil ich die Übungen mir teilweise, alle meine Übungen sind selber überlegt. Vielleicht findest du die ein oder anderen in ähnlicher Form irgendwo anders wieder, aber nicht in der gleichen Art und Weise, wie ich es dir präsentiere. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren, also dabei zu bleiben, weil es geht hier wirklich darum, wie man sich besser fühlen kann und seine Lebensqualität steigert. Und mit meinen Übungen steigerst du deine Lebensqualität, weil du richtest deinen Körper auf, du verbesserst deine Haltung. Und das ist echt phänomenal. Deine Haltung verändert sich in deinem Alltag zum Positiven, ohne dass du daran denkst. Ich habe das letzte Woche wieder erlebt. Da habe ich einen Kunden im Studio wieder gesehen, den ich im September trainiert habe. Das hast du auch hier bei YouTube gesehen, den Michel. Und den habe ich letzte Woche wieder gesehen und habe dann direkt mal ein paar Fotos gemacht. Und seine Haltung hat sich extrem verbessert und das unbewusst. Ja? Also ich habe einfach Fotos gemacht, Michel, stell dich mal hin, ich mache noch mal ein paar Fotos. Und das ist einfach der Hammer, was da passiert ist. Also in diesem Zeitraum vor allem, von Ende September jetzt bis Ende November, also innerhalb von 2 Monaten kann man sagen, hat sich die Haltung so stark verändert. Und er sagt auch, er merkt das auch, dass er sich viel besser fühlt. Und das kannst du auch, wenn du hier meine Übung mitmachst. Ansonsten empfehle ich dir, wenn du sagst, oh, ich habe keinen Bock hier umherzuklicken, um mir die Übung zusammenzusuchen, dann empfehle ich dir mein Programm Remove Your Back. Das kannst du, die Einstiegsversion ist kostenfrei, die schenke ich dir. Einfach hier unten in der Beschreibung mal auf den Link klicken. Da findest du dann quasi die Einstiegsversion. Gibst einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse in das Kontaktformular ein. Und dann schicke ich dir den Link zum Programm. Und dann kannst du ja die Übungen komplett mit meiner Anleitung machen. Also auch ein bisschen anders als hier bei YouTube. Das heißt, ich erkläre dir die Übungen exakt, erkläre dir, worauf du achten musst. Und dann kommt die Übung in Echtzeit, wo du einfach mich laufen lässt und du machst die Übung nebenbei mit und achtest auf meine Anweisung. Das ist quasi ein Personal Training für dich. Okay, und das Ganze kostet dich gar nichts, nur deine Zeit. Und die ist aber super effektiv genutzt, weil du danach dich viel besser fühlst. Probier es aus und sei begeistert von der Wirkung. Dann sage ich jetzt bis im nächsten Video, dein Tobias.